Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und wie ihr bereits sehen könnt, es geht heute um Ticket to the Moon. Die Hängematte Ticket to the Moon, der originale Hammock in Farbe Oliv. Vielen Dank nochmal hier an Udo, dass er sich darum gekümmert hat, dass mir das zur Verfügung gestellt wird. So, wir kommen mal zu den Gurten. Wie ihr sehen könnt, die sind um die 2,6 Meter lang. 2 Zentimeter breit, also sie schonen auch die Borke am Baum und sie halten ein Gewicht von 300 Kilogramm aus. Und dazu sind sie auch noch leicht, die wiegen nur 216 Gramm. Hier den Haken von der Hängematte ganz einfach rein und dann öffnet man das hier hinten am Reißverschluss und greift sich einfach hier den zweiten Haken. Und dann geht man ganz einfach in die Richtung. Zack. Und schon hat man die Hängematte hier nicht auf dem dreckigen Fußboden. Ruckzuck aufgebaut. Also, Belastungsprobe. Hält. Was sagt die Hängematte dazu? Bis 200 Kilogramm. Guck mal. Oder 2 Personen ungefähr. Also ich muss sagen, es fühlt sich echt gemütlich an. Ganz anders wie diese ganzen günstigen Hängematten, die ich bis jetzt kenne. Das Material, wie ihr sehen könnt, ist ganz schön dehnungsfähig und robust. Man kommt sich vor, als ob man in so einem Fallschirm oder so ist. Es hat auch eine Außentasche. Die befindet sich dann einmal hier. Es könnte aber auch eine Innentasche sein, weil man kann sie auch mit nach innen nehmen. Das ist hier, glaube ich, egal, wie man das nimmt. Jetzt gibt es einen ganz kleinen Trick, den ich euch mal zeigen will. Ich weiß nicht, ob das vom Hersteller so auch gewollt ist oder ob es doch einfach nur Zufall ist. Auf jeden Fall habe ich herausgefunden, dass man, wenn man die Tasche befüllt hat mit irgendwas Schweres, sei es jetzt das Handy, das hier drin ist oder ein Portemonnaie, kann man das ganz einfach hier einmal auf die andere Seite packen und man befindet sich in so einem kleinen Kokon. Also, so kann man sich auch vor der Kälte, boah, die Kamera ist bei einer Runde gefallen, so kann man sich vor der Kälte schützen, die in der Nacht auf jeden Fall runterkommt. Man spricht ja davon, dass man dort seitlich so drinnen liegt. So. Und dann kann man auch hier so drinnen schlafen. So, und ansonsten würde ich sagen, die Hängematte ist natürlich sehr stabil gebaut. Ihr habt gesehen, wie ich davon reingesprungen bin, um einfach mal den Belastungstest zu machen. So, auch hier in den Streifen erkennt man das. Hier ist richtig gut gearbeitet worden. Auf jeden Fall sehr, sehr stabil alles zusammengenäht. Vor allen Dingen gefällt mir das auch, dass man sie ganz einfach rausziehen kann. Und ja, die braucht gar nicht den Boden berühren, um links und rechts sofort aufgebaut zu sein. Man hat hier jetzt nicht mehr so das Krabbelzeug, was vom Fußboden ein so in den Mund krabbeln kann oder so. Ich muss echt euch ein großes Lob aussprechen. Der Stoff ist richtig Hammer. Ja, die Farben gefallen mir besonders gut, weil sie so der Umgebung angepasst sind. Wenn ihr da mal drauf achtet, diese braun- und grünen Farben sind ja zur Winterzeit immer so gegeben. Mehr braun als grün. Aber Oliv gibt euch doch eine sehr gute Tarnwirkung, falls ihr draußen einfach mal entspannen wollt. Man liegt hier richtig gemütlich in der freien Luft. Man genießt, soweit das Auge reicht, die Natur. Gerade so beim Zusammenpacken ist mir aufgefallen, dass der Stoff doch ganz schön wärmt. Da habe ich mir gedacht, man könnte ihn im Notfall, wenn es um eine Survival-Situation geht, auch als zusätzliche wärmende Schicht verwenden. Wie gesagt, der Stoff fühlt sich sehr geschmeidig an und man kann viel damit machen. Das muss man jetzt nicht unbedingt, aber wie gesagt, die Möglichkeit besteht. Schön unauffällig. Finde ich echt gut gelungen. Und schon haben wir den fertigen kleinen Mond wieder. Wie gesagt, er ist leicht, er lässt sich leicht verstauen.
Er hätte hier auch noch mal ein paar Ösen, da kann man Karabiner ranhaken und dann auch an der Tasche tragen, wenn man möchte. Oder außerhalb von dem Rucksack hier irgendwie ranspannen oder wie auch immer. Das ist alles möglich. Und sehr strapazierfähig und, ich muss dazu sagen, auch noch riesengroß. Also man fühlt sich da drinnen wirklich sicher und es ist ein sehr weicher Stoff. Das war jetzt die Hängematte Ticket to the Moon, der originale Hammock von denen, in Farbe Oliv und Braun. Wenn ich mich hier drinnen so... Scheiße. Ich dachte schon, ich fahre hier raus. Versuch das hier mal, bei einer Hängematte zu machen, die ihr für sehr wenig Geld gekauft habt. Ja, so viel erstmal von mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann irgendwann in dem Praxisvideo, wenn ich damit die Nächte mal draußen verbringe.